Herzlich willkommen zurück zum dritten Teil der Trilogie rund um den Haltern der Dolch und die Scheide. Ein prachtvolles Paar. Wir erinnern uns. Als erstes habe ich den Dolch gezeichnet und an ihm erklärt, wie Dolche in der Archäologie gezeichnet werden. Im zweiten Teil habe ich mich dann ausführlich der Vorderseite der Scheide gewidmet. Viel durften wir bis jetzt auf den beiden Objekten entdecken. So manches Rätsel verbirgt sich in den reichhaltigen Verzierungen. Um diese noch genauer betrachten zu können, habe ich im nächsten Schritt die Zeichnungen am Zeichentablet grafisch aufgearbeitet. In einzelnen Schritten mache ich die verschiedenen Ebenen sichtbar. Die Zeichnung, den Umriss, das Muster. Die farbige Darstellung, die Emailfüllung und schließlich den Dolch und die Scheide zusammen. Wie ein Sternenbild sieht die Ebene der Emailfüllung aus, finde ich. In Teil 1 habe ich erzählt, dass der Dolch in einem Kreisgraben gefunden wurde. Genauer gesagt, ein Graben, der einen Grabhügel umgeben hat. Zur damaligen Zeit war es nicht üblich, den Verstorbenen Waffen mit ins Grab zu geben. Waffen wie der Dolch galten als Statussymbol. Wer er wohl war, der unbekannte Soldat? War die Niederlegung des Dolches ein Akt der Wertschätzung? Oder der letzte Wunsch des römischen Legionärs? Und wer hat den Dolch am Grab niedergelegt? Manchmal versahen Legionäre ihre Waffen mit ihrem Namen. Bei diesem Dolch bleibt der Besitzer leider unbekannt, aber er wird ihn mit Sicherheit mit Stolz getragen haben. Auf jeden Fall besitzt der 2000 Jahre alte Dolch eine ganz eigene Faszination, die bis heute anhält und auf keinen Fall altertümlich wirkt. Und da ist er nun präsentiert in der Ausstellung Römische Schmiedekunst in Haltern. Stolz betrachte ich mein Meisterstück in der Vitrine. Immer wieder bestaune ich die Kunstfertigkeit der damaligen Zeit. Auch ein Vergleichsobjekt aus den Niederlanden, 200 Kilometer entfernt gefunden, kann in der Ausstellung betrachtet werden. Weitere Geheimnisse zu den Dolchen und zur Herstellungstechnik unseres prachtvollen Paars können noch bis zum 3.3.2024 in Haltern gelüftet werden. Also schnell auf nach Haltern ins Römermuseum! Schweren Herzens verabschiede ich mich nun vom Dolch und der Scheide. Viel gibt es sicher noch zu erzählen
und zu ergründen um seine Geschichte. Eins ist jedoch klar, ebenso wie der damalige Besitzer dieses prachtvollen Paars, habe auch ich jetzt eine ganz besondere Verbindung zu diesem Meisterstück. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilt gerne diese Videos. Und bis bald, eure Maike.